bin Urs Bierli von Bichlsee. Wir haben einen Milchwirtschaftsbetrieb, Käsereimilchproduktion. Und wir haben vor 2 Jahren einen neuen Stall gebaut. Und haben vor allem in Automatisierung und in Tierwohl investiert. Ich habe mit der Firma Moser von Amrischwil gebaut. Und dann haben wir zuerst verschiedene Vorprojekte miteinander gemacht. Heustock, separate Scheuer, andere Standorte. Und am Schluss muss ich sagen, für diese Tierzahl an diesem Standort müssen wir eine Umbaulösung machen, dass wir alles unter einem Dach haben. Und dass wir so können, ja, am besten automatisieren können. Die Planung ist sicher sehr wichtig. Wir haben auch von der Firma Moser haben wir ein 3D-Modell von der ganzen Schür gehabt und das hat schon sehr geholfen, also all die Visualisierungen, um sich besser vorstellen können, wie der Stall aussieht. Und auch gerade der ganze Tierverkehr um den Melkerbot herum, Abkalbenbox, um den Klauenstand, Seb haben wir wirklich stundenlang durchgestudiert, wie das am besten funktioniert. Wir sind auch viele Stellen anschauen. Und ja, so haben wir für uns dann auch die beste Lösung gefunden. Dort, wo wir das Dach neu gemacht haben, haben wir darauf geschaut, dass wir im Sommer möglichst Schatten haben und im Winter, ja, wenn die Höhe und Vordachlänge stimmt, dass im Winter die Sonne nie mag und im Sommer eben Schatten hast. Wir haben gewusst, an ein paar Orten geht es halt nicht, weil es halt einfach baulich nicht passt. Aber dort, wo wir gewusst haben, das kommt gut, selbst hat sich jetzt auch bewahrheitet, selbst sind die Liegeboxen, wo die Kühe am liebsten drin liegen. Trotz der Ausmaß des Stalls haben wir eine Art, unsere Baubewilligung innerhalb von 3 oder 4 Monaten haben wir die gehabt. Vor allem ist es wichtig, dass man jemanden hat, der Erfahrung hat und auch ja, die nötigen Kontakte zu den Ämtern hat und weiss, mit wem das man reden, falls etwas ja, vielleicht nicht so ganz klar ist, wie es in den Vorschriften halt, vermittelt ist. Wenn die Planung aus dem gleichen Haus kommt wie nach der Stallinrichtung, dann passt es halt einfach, oder? Und wir haben einen Haufen Sachen einbetoniert und dort ist es halt einfach wichtig, dass das passt. Und eben, jeder Gatter kann auf Maß gemacht werden, es wird verzinkt oder gerade in Edelstahl gemacht. Da bin ich sehr froh, haben wir alles mit den Chromstabfesten gemacht und einen sauberen Boden beschichtet und gerade um den um den Klauenstand herum ist es einfach super, man kann gut rauswaschen und freut die Sache. Ja, wir haben eigentlich immer Automatisierung und Tierwohl ist eine Art das oberste Ziel vom Stallneubau. Und darum haben wir auch bei den Liegeboxenmass haben wir dort, wo es passt, haben wir dazugegeben. Und auch der Platz um den Melkerbot herum ist es wichtig, dass wir dort genug freie Fläche haben. Eben, um die Liegeboxenbügel haben wir ja auch diskutiert, flexibel oder nicht. Und am Schluss haben wir eigentlich für einen festen entschieden. Aber dadurch, dass er eben hoch ist, muss ich eigentlich sagen, ja, ich würde mich wieder gleich entscheiden. Weil die Kuh, wenn sie liegt, sie berührt kein Metall und dann passt es für mich, oder? Also es gibt hier und da, dass halt mal eine ein bisschen, vielleicht schräg liegt. Das ist halt, ich sage jetzt, ein Nachteil, weil der Bügel hoch ist. Aber ja, ich würde sagen, der Vorteil überwiegend 10-mal. Wenn sie reinliegen kann und sie berührt einfach keinen Bügel. Mit der Firma Moser würde ich sicher wieder bauen. Ja. Ich meine, klar hat man am Schluss, wenn man es dann bauen hat, merkt man vielleicht dort und dort, ja, hätte man etwas mehr können, hätte man vielleicht auch etwas weniger gelangt. Aber im Großen und Ganzen bin ich wirklich sehr zufrieden.